Grüße Leute, heute ein kleines Mini-Retro-Let's Play auf dem Commodore 64. Ich habe hier schon eine Weile nicht mehr gemacht und ich zeige euch mal den richtig alten Shit. Ich versuche nur gerade die Steuerung hier hinzukriegen mit meinem tollen Emulator. Hallo? Ich will loslegen. Toll, erster Fail. Nein, es kann losgehen. Das Spiel nennt sich Black Hawk. Habe ich früher zu Kindertagen gerne gespielt und bin der Meinung, es ist heute indiziert. Also wäre es gewesen. Ich denke mal, in der Vergangenheit war es indiziert. Jetzt ist es wieder erlaubt. Das ist ja wirklich alt. Die erste Stufe fliegt man mit einem Kampfflugzeug und wenn man weit genug geflogen ist, kommt man in den Himmel und kann von oben alles niederbomben. Bedingung dabei ist, man darf quasi keinen Gegner vorbeilassen. Nein. Geht dem da auch noch? Und ansonsten ist die Zielautomate schon fast automatisch, was wunderbar ist. Yeah, Punkte machen. Ich habe das Spiel als Kind nie bis zum zweiten Level geschafft. Verdammt, jetzt sind sie vorbeigekommen. Weil es doch ein bisschen sehr herausfordernd ist. Oder ich mich als Kind einfach ein bisschen dusselig angestellt habe. Ja, da gibt es noch Punkte, wenn ich die Dinger auslösche. Die Flakstellungen. Denke ich jedenfalls, dass es die gibt. Ich habe es nicht mehr gut in Erinnerung, aber das Spiel war auf jeden Fall geil. Aber ich lenke das gerade mit Tastatur, das lenkt sich alles nicht so fein. Geht das überhaupt weg, die kleinen Dinger? Ich dachte eigentlich schon, wenn ich mal treffen würde. Ach gut, jetzt sind es eh wieder Panzer. Das ist ganz lustig, dass dieses Spiel quasi gemischt hat, dass man zwei Flugmodi hat. Der Hubschrauber. Oh. Ui, das war knapp. Nochmal als kleine Notiz, dieser tolle rote Radar explodiert automatisch, sobald ein Gegner kommt. Das heißt, ich brauche eigentlich nur den Typen ins Fadenkreuz kriegen. Da geht die Rakete los. Okay, die Bahnschienen kann ich glaube ich nicht sprengen. Nee, und die Stellung unten auch nicht. Richtig schwer ist eigentlich nur, wenn man praktisch das Flugzeug ist. Oder kleine Mistraketen kommen. Die kleinen Mistraketen sind schnell vorbei und erstmal wieder Flugzeug. Und dann sieht es schon ein bisschen... Na toll. Ja, das war ja vorauszusehen. Weggemacht. Übrigens, das Lied im Hintergrund, ihr kennt es vielleicht, das ist der Ritter Walküren. Ich weiß bloß nicht mehr aus welchem Stück. So kulturell bin ich dann auch nicht bewandert. Ich könnte höchstens raten. Ja, oder auch nicht. Ich komme nicht drauf. Uah. Ich kann euch jedenfalls das Spiel empfehlen. Das macht wirklich einen Mordsgaudi. Ladet es euch einfach mal runter. Ich glaube, da hat keiner mehr was dagegen. Oh, ich glaube, ich bin schon in Mission 2. Ich bin ja amazing. So weit bin ich ja als Kind nie gekommen. Aber ich glaube, da war ich 6, wo ich angefangen habe, das zu spielen. Und da war es schon ein bisschen auf dem Markt. Also so alt bin ich ihn auch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was an Mission 2 so groß anders ist. Die Gegend sieht gleich aus. Und ich kann Bäume wegsprengen. Nein, die Rakete. Na verdammt. Die Raketen sind Mistdinger. Na, ich weiß nicht, was passiert, wenn man zum zweiten Mal einen Gegner vorbeilässt. Okay. Nun gut, wir haben auch zwei Leben. Ich hätte vielleicht gedacht, wenn man jetzt beim zweiten Mal einen Gegner vorbeilässt, sprengt man sich eh. Deswegen bin ich einfach mal mutig und habe mich entgegengeworfen. So. Ich habe echt gedacht, als Kind in der zweiten kommt dann irgendwie eine andere Gegend. Gut, Zäune kann ich aussprengen. Nein, wie soll man denn die Rakete kriegen? Die hatten damals schon eine Macke für schwere Spiele, die Leute, ehrlich. Eigentlich gab es damals nur schwere Spiele. Lasst euch nichts einreden, kein Spiel damals war leicht. Das sollte eine Herausforderung für Erwachsene sein. Dass Kinder das zocken, daran hat man gar nicht gedacht, dass sie ja so viel Freude dran halten. Oh, jetzt werden die Panzer schon schneller oder kommt es mir nur so vor? Das Einzige, was halt fehlt, ist die schöne Hintergrundmusik. Die kommt... Na, Raketen. Die kommt nur am Ende des Levels... Oder wenn man, glaube ich, fast am Arsch ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Werden wir aber, denke ich, mal feststellen. Denn ich werde ja bis zum Ende des Levels vielleicht kommen. Oder eben eher am Arsch sein. Na, neuer Gegnertyp. Oh, den habe ich, glaube ich, noch erwischt. Oh, Alter, wie soll man die Rakete denn kriegen? Okay, und wieder oben. Ich glaube, das sind so kleine Erdstellungen, wo die Rakete rausgefeuert wurde. Kann das sein? Das ist doch so eine kleine, dreckige Erdstellung. Ach, verdammt. Ja, es ist so eine... Aber ich habe es erkannt. Hat mir zwar nicht viel geholfen, dass das Ding trotzdem rausgeflogen ist. Da ist wieder eine. Ah, nein! Ach, scheiße. Okay, das war einfach. Noch Strommasten. Muss ich die zerschießen, oder? Nein. Das geht nochmal wieder alles gehörig schief. Kommt hier eine Rakete raus? Nee. Nee, Strommasten kann ich auch so lang fliegen. Sehr, sehr gut. Och, die Raketen nerven sowas von. Ich bin ja bei Videospielen eh nicht so der Fan von Raketen als Gegner. Die schaffen mich immer wieder, egal ob es Ninja Gaiden ist oder was weiß ich, das ist furchtbar. Oh, ey, ich treffe jetzt nichts mehr. Aber ich meine, okay, die lassen mich mal vorbeifliegen. Es passiert also nichts. Nein, die kommen wieder. So eine Scheiße. Und ich habe noch ein Leben. Ach, das Spiel schafft mich. Aber ich bin jetzt schon weiter gekommen als Kind. Das ist eigentlich schon ganz erstaunlich, wie ich finde. Sehr gut. Aber ich fange wieder ganz von vorne aus Levels an. Das ist auch mies.
Warum ich jetzt mal wieder Commodore spiele, ich hatte einfach mal wirklich Bock drauf, die alten Klassiker mal wieder auszupacken. Und warum euch da nicht einfach mal gleich daran beteiligen? Und Leute, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen Kulturgut, wie ich finde. Jetzt nichts, wo man sagen kann, hey Leute, ich war im Museum. Das kommt vielleicht ein bisschen, sag ich mal, bei den kulturellen, hochbetagten Leuten besser an, als ich habe mal wieder Commodore gezockt. Aber für uns Nordfraktion ist das schon was Besonderes. Denn wenn man sich überlegt, dass so die ersten richtig guten Ballerspiele aussahen, also was später dann mal Ace Combat wurde oder Harrier oder von mir aus auch Lilith Wars oder Star Fox, dann das ganze Gedöns halt, wo man rumfliegt und Leute abknallt. Ah, verdammt. Oder Gradius, obwohl Gradius ist ja auch schon hornalt. Oder R-Type. Ah, ich würde trotzdem sagen, so hat es halbwegs angefangen. Es waren noch die ersten Kriegsspiele, also Call of Duty lässt grüßen. Das ist einer eurer Vorväter. Ich weiß gar nicht, was war das erste Kriegsspiel überhaupt? Da fehlt mir wieder... verdammt, ich dachte, ich erwische alle drei. Alter, hör doch mal auf. Jetzt, gut. Was das allererste Kriegsspiel ist, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ich müsste nachrecherchieren. Aber ich glaube auch nicht, dass es so einfach rauszufinden geht. Ach, verdammt, voll versaut. Zwei haben wir, der dritte dürfte ja auch nicht mehr so schwer... Nein, hat uns zerlegt. Mehr ausweichen, weniger klugscheißen. Ich glaube, das war schon mit dem Spiel. Ja, das war mein kleiner C64-Einblick zu Black Hawk. Wenn das mal irgendwie findet auf einer Kassette, CD oder als ROM, probiert's mal aus, ist eigentlich ganz lustig. Also, bis die Tage. Ciao.